So, YouTube. Ich nehme euch mal wieder mit dazu. Wo sind wir denn? Ja, in St. Anne. Wir sind zurück. Ich dachte mir, wir bauen das Schiff hier. Ich habe Formsand, andere Sachen, alles noch geholt. Ich hoffe, wir haben alles. Es könnte sein, dass noch was fehlt. Nein, es fehlt nichts mehr. Den können wir hier stemmen. Wo gibt's die? Die können wir eh nicht bauen, nicht? Das ist das größte Schiff, was wir bauen können. Also stellen wir sehr. Jawohl! Sehr, sehr gut. Padewakang hergestellt. Gesamte Fracht ins Lagerhaus verladen. Ich will erstmal ein leeres Schiff, nicht? Bis bald. Möge euer Schiff euch gute Dienste leisten. Ja. So, und dann haben wir beim Schmied auch noch... Es heißt, ihr hättet einen Freibeuter versenkt. Ja. Wo einer ist, sind meist noch mehr. Also eine Kalverine könnten wir oder die Bombarde 3. Natürlich, die Bombarde 3 macht viel, wesentlich mehr Schaden. Deswegen... Holen wir uns die auch. Ja. Yeah. Sehr gut. So. Brauchen wir auch. Dann haben wir zwei links, rechts. Bombarde 3 vorne. Sehr gut. Das sind doch Progresses. Und ich habe eine Balliste gefunden. Ich würde mal den Torpedo gegen eine Balliste tauschen, muss ich gestehen. Und ja, hier die Sachen, die kriegen wir alle nicht. Wir würden La Fortresse kriegen. In den Karmangroven. Überlagenen Schuppen 3, aber ich glaube, die haben wir eh. Das Feuer. Von daher. Für einen Schurken. Ihr seid in Ordnung für einen Schurken. Ja, das will ich ja hoffen. Und dann gucken wir uns doch mal dieses schöne Schiff an. Damit haben wir eigentlich auch alles erfüllt, was wir, Wir brauchen mehr Reparatursets, Captain. Erreichen wollten in der Beta und in dem Moment. Oh, und er hat noch eine Spezialwaffe. Okay. Also erstmal die Kalverine 3. Kommt nach da. Die Kalverine 3 kommt nach da. Nach vorne nehmen wir entweder die Ballista 1 oder die Bombarde 3. 45, 38. Die hat eine höhere Reichweite. Deswegen packe ich die nach vorne. Ich würde sagen, in die Mitte... Oh, da kann der Mörser. Wir haben einen Mörser 1. Oha. Ja, und nach hinten entweder den Torpedo, aber ich finde den nicht ganz so geil, oder die Bombarde 3. Deswegen nehme ich die Bombarde 3 erstmal. Und wenn wir damit nicht zurechtkommen, müssen wir gucken. Wir sind damit Level 6. Ja, schön. Also kaum besser, aber wir sind ja auch stärker generell. Panzerung. Haben wir die überlagenen Schuppen 2, nicht die 3er. Damit kommen wir schon an der 7er ran. Sehr gut. Und wir haben noch Ausstattungen. Und da wird es, glaube ich, jetzt spannend, was wir nehmen. Also wir können ja auch noch einige herstellen. Ich nehme aber erstmal die, die wir da hin. Projektilgeschwindigkeit wird erhöht. Brauchen wir nicht. Reparaturmenge? Nee. Bugwaffenschaden? Beschleunigung wird auf 300% erhöht. Aktiviert man Trimmen, während der Ausdauer voll ist. Nee. Erhöht den Schaden nach Besatzungsangriffen. Auch blöd. Wenn ein Ziel getroffen wird, das mehr als 320 Meter entfernt ist, erhält es den Status markiert. Wir haben zu wenig Reparatursets. Legen wir es 100% mehr Schaden gegen Schwachpunkte. Klingt auch nicht so geil, nicht? Elementarschadenmultiplikator von Kalverine wird erhöht. Reparaturmenge wird erhöht. Multiplikator von Bombarde. Nehmen wir mal das. Und von... Achso. Nehmen wir das dahin. Da das hin.
Bugwaffen. Was hatten wir da noch? Reparatur. Ich meine, die Balliste hat halt eine hohe Reichweite. Reparaturmenge erhöht den kritischen Zustand. Können wir halt probieren. Ob uns das vielleicht hilft. Und Wirkungsbereich von Bombarde erhöht. Das finde ich auch gut. Nehmen wir die Sachen erstmal. Und jetzt Verschönerung. Ich habe hier neue Farben geholt. Und zwar die Farben, lustigerweise, passen die genau zu unseren Segeln. Und die Farbe hatte ich noch geholt. Und das Ding. Ich finde das aber besser, wenn wir das daran hängen, in den Farben. Wir machen auch andere Segelfarben, nicht? Machen wir natürlich auch wieder die goldenen Sachen ran. Das schöne Schild. Das schöne Rad. Den schönen Windanzeiger. Vergiss nicht die Knastanzüge. Ich finde die anderen halt nicht so schön, nicht? Die sehen noch schlimmer aus. Vergiss nicht die Reparatur. Unseren Affen nehmen wir mit. Das Ding habe ich schon ran. Den Ausguck können wir nochmal verzieren. Das Leuchtfeuer haben wir das Richtige dabei. Sehr schön. Dann brauchen wir nur noch eine neue Segelfarbe. Ehre der Herolde. Nee. Wind gepeitscht. Olivgrün würde halt passen. Und wir brauchen noch, das habe ich jetzt vergessen, hier Muster. Ich finde die Muster nicht so schön. Ein Emblem, was haben wir denn da? Oh ja, so ein Franzosending. Oder so ein Drache. Nehmen wir wieder den Drachen oder den Fisch. Ich fand Fisch eigentlich am schönsten. Und wir sind Level 7 sogar mit unseren Verstärkungen. Alles klar. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssen wir Fracht verladen. Wir brauchen... Torpedos haben wir gar nicht drin, nicht? Bolzen für Balliste. Ich würde sagen, alle. Raketenwerfern. Kanonenkugeln. Wie viel nehmen wir denn mit? 500? Nehmen wir mal 500 mit. Reparaturset nehmen wir das Dreier mit. Ja, komm. Auch wenn es sich vielleicht nicht lohnt. Reparaturbombarde. Wie ich den abgeben kann. Den Kopf können wir auch noch abgeben. Stimmt. Was brauchen wir noch? Bombardenschussdinger habe ich jetzt nicht gesehen. Wo sind denn die? Da Mörserbomben. Die brauchen wir. Und Bombarden. Nehmen wir 200 mit. Sieht doch gut aus. Dann das Brot. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Das Wasser, da können wir ein bisschen mitnehmen. Nehmen wir 15 mit. Das reicht eigentlich, oder?
Die können wir auch gleich abgeben. Die Sternkarte. Zuckerrohr. Rum. Nehmen wir noch Grillhähnchen mit. So. Damit haben wir alles an Bord, was wir brauchen. Und hallo, Yahaira. Mit 11 Yuan kommst du an. Hallöchen, hallöchen. Mitten in die Seeschlachten im, ja, vor der afrikanischen Küste um Madagaskar, der Roten Insel. Seid ihr schon fertig? Was habt ihr gemacht? Ich hab nicht gesehen, was ihr gemacht habt, muss ich gestehen. Ich bin so im Spiel drin gewesen. My Recycling Center sehe ich. Raid, raid, raid. Müll sortiert. Ja, okay. Das klingt ungefähr wie das Inventar, was ich hier habe. Es ist auch ein bisschen voll geworden. Wir haben gerade das große Schiff bekommen in diesem Spiel hier. Damit werden wir jetzt den Müll der Meere beseitigen gehen. Und darauf Prösterchen. Wir sind nämlich ein waschechter Pirat. Reparieren müssen wir nicht. Ich würde sagen, wir setzen die Segel. Prohohost. Guckt es euch an. Das nenne ich mal ein Schiff. Ja. Damit kann man schon mal ein bisschen rumsegeln. Ah, wie komme ich an den Mörser? Nur mit V? Kann man den Mörser abfeuern? Ah, ich vergesse immer, man kann in Deckung gehen. Ah. Okay, Mörser weiß ich nicht, wie ich den abschieße. Da kann ich den abschießen. Da können wir die Seiten, da können wir die Balliste, die habe ich. Ja, aber ich würde sagen, wir segeln erstmal los, oder? Und dann suchen wir uns jemanden, an dem wir das live ausprobieren können. Oh, ist das schnell. Oh, ist das schnell. 14 Knoten. So, damit kann man sich doch mal auch mit jemandem anlegen, nicht wahr? Wer bist du denn da vorne? Oh, das sind Spieler. Na, die wollen wir nicht töten. Ein Handelsschiff. Hm. Wir brauchen irgendwie Franzosen oder sowas. Habt ihr dieses Spiel schon mal gespielt? Weil es noch die Open Beta, geht wahrscheinlich noch eine Stunde, die offene Beta. Und das war das Ziel, dieses große Schiff zu bekommen. Damit hat man quasi alles erreicht, was in der Beta möglich war. Man kann das Schiff designen, gestalten. Ja. Nichts davon gesehen. War mir viel zu hin und her darum. Echt? Gab es so viel hin und her darum? Ich habe nur gehört, der Typ von Ubisoft hat halt total die Verkennung, was den Preis angeht. Aber deswegen gerade in der Open Beta spielen und dann muss man sich nicht kaufen, würde ich sagen. Gerade wenn man schon die Alpha und die Close Beta gespielt hat, dann kennt man das meiste schon. Oh, mit dem Schiff in einen Sturm segeln? Ah, das klingt doch gut. Wir werden mal... Oh, ich habe kein Essen mehr. Wir müssen mal das Essen neu gestalten. Wir haben hier nämlich jetzt Grillhähnchen dabei. Brot haben wir dabei. Da Reparatursachen. Wasser kann ich noch hinpacken. Oh. Ah, das hört sich nur so an, als ob wir da gerade irgendwo langgeschrammt sind. Den Affen. Heckkamera. Krähennest. Außenkamera. Kapitänskamera. Okay. Da singen wir mal. Help me, Bob, I'm bullying the alley. Hey, 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 hey.
So. Da ist doch einer. Da. Den müssen wir uns holen. Aber vor uns stimmt Loot. Jetzt seid doch mal ruhig. Wir hören auf Kommando nämlich. Aber wir schwimmen hier gerade gegen den Wind, nicht? Also ich fühle mich so lange mächtig mit dem Schiff, bis mich der Erste abschießt. Lambda-Stoff und Nelken haben wir bekommen. Ma. So, ich habe die Balliste noch nicht benutzt und das... Okay. Wenn ihr kämpfen wollt, kommen wir dir gerne nach. Ja, woll ich. Ich will mal meine Waffen testen. Ich sehe euch nur nicht. Es macht es schwer, euch zu treffen. Da seid ihr. Okay, die können auf jeden Fall in Stufe 3 wesentlich besser schießen. Oh, aber der hat ein hohes Level. Level 8. Da hätte ich vielleicht vorher mal drauf gucken sollen. Boah, boah. Oh, wir haben uns verkeilt. Gebt euch doch! Trevia! Weiter so, Leute! Auch Ironie des Schicksals. Wir schießen Franzosen ab und sie sagt Trevia. Oh, da hat ein Blitz eingeschlagen vor uns. Oh, ich muss gleich heilen. Und boarden kann ich ihn leider auch noch nicht. Eigentlich kann man auch kapern und entern. Oh, guck dir das an. Wäre aber auch nicht aufgeben. Da kommt doch! Wir sind in Schussweite! Brandsatz ist gut. Ihr habt keine Chance! Ich muss aufpassen, dass ich die anderen treffe. Monsterwelle? Oh oh. Glaubt, der wird gleich versenkt. Oh nein, 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 nicht von. Nicht, nicht. Upsi. Gute Nacht, Jaira. Danke für den Raid. Ah, wir sind hier mitten in Action. Es ist, sag ich mal, zwischendurch macht Spaß, nicht? Ah, ich würde es mir nicht für 60 Euro kaufen. Mein abschließendes Fazit. Ah, guck mal, jetzt ist Ruhe. Pünktlich zur Nacht ist Ruhe. Dann schlaf schön. Oh, ich glaube, er möchte noch mit uns... Ups, wo kamst du denn her? Also auf diesen Wellen zu kämpfen ist nicht geil. So. Der Niederländer hat uns geholfen, das ist natürlich gut. Oh, wir können uns noch nicht heilen. Scheiße, das wird unser erster Tod vielleicht wieder mit dem Schiff. Wir müssen einfach Land gewinnen. Bis die Heilung einsetzen kann. Jawohl. Hier sind halt sehr viele Franzosen unterwegs.
Die haben alles auf uns abgesehen. Die haben auch ein hohes Level hier oben. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da will ich eigentlich hin. Kämpfen auch gerade mit den Niederländern. Ah, die Franzosen hier. Gibt hier auch irgendwo Geisterschiffe und sowas? Aber die habe ich noch nicht entdecken können. Die tauchen nur manchmal auf. Ja, gibt eine recht große Karte. Ich habe die komplett erkundet, was jetzt schon drin ist. Boah. Es gibt Niederländisch-Indien. Es gibt die Küste von Afrika. Madagaskar, die Rote Insel. Und dann halt kleine Atolle drumherum. Noch ein Hähnchen für sie. Kommt. Das schaffen wir. Bin noch nicht so überzeugt von meinen Waffen. Also vielleicht sind die Torpedos doch besser gewesen. Und ich weiß nicht, was der Mörser macht. Wie ich den loslassen kann. Gegrilltes Flusswert. Will jemand? Schnupftabak. Chinagras. Ja, jetzt krieg ich's. Vorhin die ganze Zeit gesucht. Wir brauchen nämlich 15 Chinagras und das gibt's nur über Plünderung von solchen Kisten. Das hat uns heute 4-5 Stunden gekostet. Hier auf den Inseln was? Das ist die hier, nicht? Leider backt die Karte rum. Ich sehe nicht, wo ich gerade selber bin. Ist ein bisschen schade. Da bin ich. Ah ja, Monipi Krieg gäbe es hier. Ah, guck mal. Das Wetter ist besser. Sehr schön. Habe ich eine kleine Reparaturkiste gefunden? Muss ich nicht eine große einsetzen? Nee. Und auch wenn wir Pirat sind, kann es durchaus vorkommen, dass es Piraten gibt, die uns ans Leder wollen. Oh, da ist noch eine Insel. Kenne ich aber gar nicht. Die ist gar nicht auf der Karte. Kann das sein? Entweder sind das die. Ja, das sind die, nicht? Ja. Aber wir müssen weiter nach rechts. Wir können mal Wasser trinken. Dann sind wir ein bisschen schneller. Und wir können noch ein schönes Feuerwerk machen. Oh, Wale! Oh, guckt mal. Wale mit dem großen Schiff. Hallöchen! Ja, hoffentlich kommt kein Seeungeheuer. Das wäre viel, viel schlimmer. Gibt auf jeden Fall einiges zu entdecken in dem Spiel. Aber nicht für 60 Euro. Die Beta war auf jeden Fall eine gute, gute Phase. Oh, und da ist er. Shit. Ich glaube, den müssen wir besiegen jetzt. Bajaxio Grande. Da ist nochmal Loot. Und da ist aber noch ein... Ich hoffe, bei dir fahre ich besser als auf anderen Schiffen. No. Die See wollte mich schon mehr als einmal holen und ich spüre, wie sie ungeduldig wird. Der ist Level 9. Der ist auch Level 9. Da drüben, Brigantine! Nehmt Schuss auf dieses ominöse Schiff! Sie haben viel, Leute! Okay, wenn er kämpfen will.
Aua. Ja, Torpedos nach vorne. Das ist nicht gut. Oh, die versenken uns. Oh. Da, ein unbekanntes Schiff. Ach du Scheiße, da ist noch einer. Das ist Kacke. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Oh. Ah, seine Torpedos sind am gefährlichsten für uns. Ah, die treffen auch immer. Seid erledigt! Ah. Ihr verflucht diesen Tag noch! Und das war's. Ah, zwei sind zu viel. Dass der dritte, der zweite denn da auch noch genau daneben sein musste. So ein Arsch. Das ist ein bisschen nervig, nicht? Man kämpft mit einem und dann kommt noch ein zweiter Level 10er dazu. Wow. Wo spawn ich? Direkt neben ihm. Ja. In den Wind! Und das UI geht halt gerade leider auch nicht. Auf Station! Jetzt sind sie nah genug. Kanon! Ich will eigentlich nur mein Loot holen und abhauen. Was ist das denn? Jetzt will mich aber wirklich alles töten, oder? Ach du Scheiße! Okay, gerade noch von Seeungeheuern geredet. What? Warum denn? Ich wollte doch nur weg. Ich wollte doch nur weg. Also beendet. Okay. Ich muss zur Insel. Ja, ja, super. Wir müssen auf jeden Fall aus der Ecke raus. Oh, shit. Oh, die Torpedos sind ganz knapp an uns vorbei. Und das Seeungeheuer da hinten, an das will ich gar nicht mehr denken. Scheiße. Vielleicht können wir den in die Franzosen oder so locken. Ich glaube, er verfolgt uns nicht hierhin. Weil wir müssen erst heilen. Ah, oh, sehr gut. Oh mein Gott. Okay, ich finde die Balliste nicht so geil nach vorne. Wir werden Torpedos mitnehmen. So wie er auch.
Wir werden die Mörser nach vorne packen. Okay, wir haben so viel Zeug gefunden, nicht? Können wir mal öffnen. Eine Schatzkiste. Wartet. Das brauchen wir nicht. Was sind das? Bombardenwerkstatt. Vanille, Schnupftabak, Tabak, Lambda-Stoff, Batik, Diamanten, Kobalt, Chinagras, reines Eisen. Erkennen wir alles nicht. Die Ballistendinger kommen weg. Und die zerstörte Tierhaut. So, alles ins Lager. Wir nehmen dafür mit Bomben für Bombarden, Kanonenkugeln, Torpedos. Haben wir nur 64? Oh, das ist nicht gut. Und vielleicht noch ein paar kleinere Reparatursets. Ups. Wenn wir Glück haben, verkaufen die uns hier sogar Torpedos. Soweit draußen Hi. Durchaus möglich. Ja. Sehr schön. Bombarden. Temperatursets. Ha, Pocken für eure Feinde. Und Schiff verwalten. Waffen. So, vorne wollen wir die... Ja. Hinten wollen wir... Ja. So, das ist besser. Und wie kann ich den Mörser aktivieren? Das ist ja die andere Frage. Waffen. Steht auch nicht hier dabei, nicht, wie man das aktiviert. Details. Wir gucken mal. Erstmal reparieren. Sehr wichtig. Wir gucken mal in die Steuerung. Genau. In die Steuerung. Wie man den... Okay, warum geht das nicht? Ich glaube, ich muss mal zum Hauptmenü zurück. Weil es wird mir auch nicht mehr mein Schiff angezeigt. Dann gehen wir kurz ins Hauptmenü, gucken nochmal. Was es da mit der Steuerung auf sich hat. Ach, weil Tastaturmaus. Okay. Schnellwahl, Kampf, Chat, Aktionsrad. Hat Steuer anpassen. An Bord gehen. Y. Okay. C. Laufen. Charakter. Maritim. Da. Krenest. Fernrohr. Außenkamera. Heck. Kampf. Zielen. Waffe abfeuern. Zur Nebenwaffe wechseln. Q. Ah. Okay. Mit Q. Dann probieren wir das doch nochmal. Und ich würde sagen, wir holen uns noch das Seeungeheuer. Das wäre doch noch ein schöner Abschluss. Bei Ladezeiten und sowas kann man echt nicht meckern. Du musst weiter jagen, stehlen und wachsen. Ja. Da ist er noch. Er wird uns immer wieder in die Quere kommen, nicht? Ah, jetzt sehe ich nämlich auch wieder die, wie viel Leben die noch haben. Und ich sehe mich wieder auf der Karte. Also, dass das UI rumbackt, und das in allen Ubisoft-Spielen so ist, das ist ein bisschen nervig. Sieht er aus, als ob er brennt oder feuert der? Ah, okay, der ist wieder voll. Und dann interessiert er mich nicht.
Wir haben die nicht dabei. Ah ne, wir können die nicht auslösen. Alles klar. Da ist es. Okay, ein riesiger. Ein riesiger. Da! Das ist nur Level 4. Ah, Mörser funktioniert. Denn ist er. Der ist zu wendig für die langsamen Waffen. Ja, wo ist er? Warum? Warum die Säge einholen? Ist dich satt. Bleib bei Kräften. Wo ist er? Ja, verdammt. Okay, wir müssen ihn treffen, wenn er auf uns zufährt, nicht? Rechts? Da. Er verfolgt uns aber ganz schön. Er hängt uns an den Fersen. Okay. Warum? Ich habe Angst. Okay, irgendwie buggt das, aber das kann für uns auch Vorteile haben. Ach du Scheiße, wir müssen ein bisschen weglocken. Okay, noch ein Hähnchen. Boah, alle Torpedos, 140 haben wir noch. Das sollte also klappen. Komisch. Ja, Kari Hubaru eliminiert. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn besiegt. Das legendäre Seemonster. Da schwimmt er. Monströser Zahn, monströses Fleisch. Wo sind wir jetzt überhaupt? Boah, bis vor die Küste von da. Oh, was ist jetzt mit ihm? Er ist nur Level 5.
Jawohl. Was ist denn? Angst zu sterben? Ja, jetzt haben wir ihn. Los! Nicht nachlassen! So. Ehre wiederhergestellt. Die Piratenehre. Wunderbar. Sehr schön. Was haben wir denn noch für Aufgaben? Auge Kariburu. Was sollen wir damit machen? Keine Ahnung. Okay, das ist das Einzige. Auch, nee, nicht das Einzige. Das ist auch eine Sache. Man weiß oft gar nicht, was man machen soll. Aus der Tiefe. Zum Seevolk müssen wir. Alles klar. Und dann ist auch wieder ruhig. Nö, ihr kriegt hier Wasser. Wir sind echt kaputt. Ich weiß nicht, warum das beim ersten Mal so extrem schwer war. Ich glaube, vorne die Bombarde, ich glaube, die Balliste war jetzt wirklich nicht die gute Sache. Und natürlich der Mörser, nicht? Dass der so weit schießen kann, ist natürlich auch... Okay. Macht natürlich auch Sinn. Segel runter! So. So langsam sind wir warm, was? Naja, so langsam sind wir warm. Schnellreise. Ich würde sagen, wir geben noch die Aufgaben ab, die wir immer haben. Und dann sind wir damit auch durch. Wir sind bei 43 Minuten Aufnahme. Das heißt, das ist jetzt die letzte Aufnahme. Ich glaube, war auch... Schon lange stehlen die Franzosen unsere Relikte. Ich will nichts mehr, als sie heimzuholen. Sehr schön. Es ist Zeit für Famadihana. Wenn ihr etwas über unsere Kultur lernen wollt, dann macht doch mit, Kapitäni. Okay, ich wollte aber was abgeben. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Auf dass wir uns wiedersehen. Oder seid ihr nicht vom Seevolk? Ach nee, Lager von Abtrünnigen. Okay, wo ist denn das Seevolk dann? Lanitra. Jetzt habe ich Aufgaben angenommen, anstatt sie abzugeben. Weil sie die ganze Zeit vom Seevolk gelabert hat. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, Captain. Ja, das merke ich auch gerade. Aber dann können wir jetzt hier... aus der Tiefe abgeben. 600, dafür. Für den Aufwand. Die Lust am Jagen, nee, die will ich nicht. Und da, was ist denn das? Nicht genug monströse Zähne. Ah, mit den monströsen Zähnen. Das braucht man, alles klar. Na gut, die Sachen kann man alle erst später freispielen. Könnte man... Mögen eure Vorfahren euch segnen. So, dann, was ist hier?
Eisen schmieden. Traditionelles Anrecht. Ich glaube, wir fahren aber südlich lang. Ja. Oder? Warte mal. Wir fahren so und dann nach St. Anne. Nee, so ist besser. Wir fahren. Ein Ungeheuer? Oder der verbitterte Geist eines Königs? Mir sieht das Schiff halt zu französisch aus. Was machen wir da noch hier? Ansonsten gefällt es mir ganz gut. Noch eine Sternkarte. Noch eine Sternkarte. Na. Okay, das Dorf geradezu, da müssen wir hin. Da wäre noch ein großer. Das heißt aber... Achso, nee, das wäre der gleiche wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es hier unten auch irgendwo dann noch Seemonster. Oh. Okay, einfach fertig die Aufgabe. So. Fast. Okay, instant weg einfach. Ansonsten keine französischen Schiffe hier. Da, noch einer. Komm her. Komm her. Komm her. So. Wo ist der dritte? Wir müssen in die Palisadenbucht. Da vorne, oder? Der war doch eben noch nicht da. So, wo ist die Palisadenbucht? Da. Okay, da wollen wir ja auch als nächstes hin. Bist du einer von diesen Franzosen? Ja. Okay, damit ist die Aufgabe abgeschlossen. Ich glaube, noch nie so leicht die Aufgabe erfüllt in diesem Spiel. Was? Nicht tot? Ach, Mann.
Reichweite! Spüren! Sehr schön. Oha! Ereignis! Da hinten. Ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Wir segeln nochmal nach St. Anne zurück und nehmen die letzten Impressionen mit. Mit dem großen Schiff. Oder mit dem großen Schiff. Ist ja kein großes Schiff. Man kann, könnte später in der Vollversion natürlich noch größere Schiffe steuern. Wobei ich mir dann schon echt die Frage stelle, gut, man kann ja mehr als eins haben. Dass man immer wechselt für verschiedene Aufgaben. Ich glaube, da zieht das Spiel auch ein bisschen drauf hin ab. Ja, dann komm hier noch ein Brot. Haut rein! Ein leerer Magen kämpft nicht gern. Bin ich mal gespannt, ob ich mit dem Schiff durch diese Meerenge komme. Wahrscheinlich aber nicht mit 14 Knoten, nicht? Da wird nicht viel übrig. Segel einholen, schön langsam. Wo müssen wir hin? Ach, da oben mussten wir hin. Falsche Meerenge. Naja, egal. Die fährt uns auch nach St. Anne. Wir könnten noch. Einfach weil wir es können. Ein bisschen plündern. Torpedos helfen nicht. Jawohl. So. Fordern Hilfe an. Können sie ja. Kommt noch eins. Mal von der gleichen Seite. Und tschüss. Zu einfach. Thank you.
Und tschüss. Nee, doch nicht. Nein! Ah! Bin in der richtigen Stimmung, Captain! Halt dieses Schiff an! Locker Line! Aufgepäckstation! Oha, da waren Felsen. Also dafür, dass ich Level 3 Waffen habe, sind die nicht so viel besser, nicht? Vielleicht sollte ich hier nicht einfach super schnell fahren wollen. Ich schieß mal... Ah ne, jetzt kommen sie von da, alles klar. Na? Wie lange braucht denn... Ja, super. Das hilft jetzt nicht, Mörser. Ist zu langsam. Da wollte ich den noch gar nicht hinhaben. Ihr Hunde seid erledigt! Erteilt ihnen eine Lektion! So. Ah, schade, die Mörser. Wir sind daneben! Prost! Betty, Betty, it's Froggy Town! Hey! Wenn wir hier schon fälschlicherweise lang mussten, dann können wir wenigstens noch was mitnehmen. Ich repariere uns mal. Dann fahren wir jetzt noch die Aufgabe abgeben. Und dann haben wir glaube ich, so ziemlich alles. Eine Kolonie, da können wir noch hin. Alles klar. Und ansonsten... Ja, das mit dem Schwarzmarkt, nicht? Haben wir nicht. Oben haben wir noch eine Siedlung nicht erkundet. Was sind alles Kleinigkeiten? Da ist ja auch nichts Besonderes hinter, nicht? Das wäre jetzt nur alles mal gesehen, gesammelt und erfüllt zu haben. So, Schicksal der Sterne. Hey, boys! Oh, my name was Captain Kidd. As I sail, as I sail. Captain Kidd, as I sailed. My name was Captain Kidd, and God's laws I did forbid, and so wickedly I did. As I sailed. Wir müssen nach Citrana. Ja. Oh, I murdered William Moore. As I sailed. Na komm. In ein paar Minuten gehen noch drüber. Man will auch nicht aufhören, nicht? Machen wir eine etwas längere Folge. Seemonster, zwei Tode. Da muss ja noch ein bisschen was reingehen. Ich hoffe, bei dir fahre ich besser als auf anderen Schiffen. Die See wollte mich schon mehr als einmal holen und ich spüre, wie sie ungeduldig wird. Wie wir hier lange mit dem kleinen Schiff durch sind, nicht? Wie schnell man mit dem großen
hier durchkommt, was ein Knoten ausmacht, das ist unglaublich. Da haben wir 10 Minuten am Anfang durchgebraucht. Das heißt, wenn es aber noch größere Schiffe gibt, dann muss die Karte ja wesentlich größer sein. Weil wenn die noch schneller sind, was will man damit? Wirklich, Millimeter hat wieder gefehlt. So, traditionelles Anrecht. Können wir auch noch abgeben. Oh, da kriegen wir sogar was. Ah, und den kann ich die verkaufen. Interessant. Willst du das wirklich mit mir aufnehmen? 8 Kilometer noch in die Richtung. Die Aufgabe will ich noch abgeben. Dann haben wir, glaube ich, alle offenen Sachen gehen, nicht? Erfüllt. Statte den Schmiedbericht. Vorräte schmuggeln. Okay, das ist egal. Liefere Bier. Delikt des Seevolkes. Lambda-Stoff. Mit Skurlock noch mal reden. Oh, oh. Das wären vielleicht noch abschließend noch mal 2 Gespräche mit denen. Ja. Noch mal Tschüss sagen den beiden, nicht wahr? Wir können hier nicht einfach gehen, ohne sie gebührend verabschiedet zu haben. Wir brauchen noch ein Hähnchen. Eine Hähnchen mit 2 Bergen und dem blauen, blauen Meer. I'm sailing in the rain, I'm sailing in the rain. What a beautiful morning, I'm raining in the sailing in the rain. Jetzt noch ein Seeungeheuer? Hätte ich nichts einzuwenden, nicht? Aber das große Schiff macht schon deutlich mehr Spaß zum Steuern. Das ist wesentlich agiler, lustigerweise, als das davor. Also das zweite Schiff, was man kriegt, Level 1 und das hier sind auf jeden Fall meine Favorites. Die dazwischen waren jetzt nicht so meine. Gut so. Schlag dir den Bauch voll. Oh, wir liegen aber echt schräg. Ach, so ein Spieler. Nur plündern? Hier, wo? 2 Kilometer noch.
dachte, das ist hier. Ach, dahinter. Na, wir müssen in die Mündung reinfahren. Alles klar. Die geplanten Wartungsarbeiten starten in 2 Stunden. Oha, also noch bis 0 Uhr kann man spielen. Oder konnte man spielen, wer das Video sieht, bis zum 11.02. 0 Uhr. Nein. Wo müssen wir? Einmal da rum. Bitte helft uns. Können die Franzosen noch bombardieren? Das verstehe ich unter Hilfe. Wobei eine Begleitmission mit dem Schiff natürlich wiederum Sinn machen würde. Lass uns Obst pflücken. Nein. Uns Obst pflücken. Alter, wo sind wir denn? Oh. Gut, aber Elite-Captain. Erstmal abgeben. Wenn er bis dahin noch da ist. Ich lasse mich jetzt nicht schon wieder ablenken. Wir haben ein Ziel. Aufgaben abgeben. Früher konnte man, während die geplündert wurden, nichts abgeben hier. Das war ziemlich nervig. Aber warum? Hämmern und plündern. Hämmern und plündern. Ah! Wir sollen die plündern. Das ist mein Leben. Naja, gut. Was? Vorräte schmuggeln? Ja, ja, Vorräte schmuggeln. Na komm schon. Stirb. Wir sind bereit. 2 auf 1 Streich. Ein Schiff heraus. Macht euch bereit für den Kampf. Ah, er war zu langsam. Jawohl. Ups. Nein, 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 nein. Ja, 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 ich wende ja. Ich wende ja. Weit in Schuss, weiter! Waffen bereit! Eure Leichen werden nie gefunden! So, Torpedos.
Autsch. Ich müsste mich mal reparieren. Da hinten. Da kommen zwei. Ah, verdammt. War nicht schnell genug. Er war zu langsam. Wir gesichtet! Wir besiegen euch und alle werden wissen, dass ihr wie Hunde gestorben seid. Und weg mit ihm. Sehr gut. Noch eine Plünderung abgeschlossen. Sehr gut, damit ist die Aufgabe auch erledigt. Gut, dass er auch gerade da war. Oh. Der Schatz? Was für ein Schatz? Na, wir haben noch zwei Schatzkarten, nicht? Jetzt ist die Frage, wo ist der nächste Außenposten? Oder ist der Elite-Captain noch da? Der nächste Außenposten ist direkt hier vor uns. Das wäre perfekt. Besser hätte es ja gar nicht sein können. Ich will erstmal reparieren, Fracht verwalten. Oh, wir haben schon wieder so viel Mist aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wofür wir das alles jetzt noch aufgenommen haben überhaupt. Ah, hier gibt es auch andere Nahrung. Ja gut, mit Kochen und so hätte man sich vielleicht auch noch beschäftigen können. Alles ins Lagerhaus. Mörserbomben, Bomben für Bombarden. Bisschen mehr. Also egal, wir machen jetzt eh Schnellreise nach St. Anne. Und reden noch mit dem Kapitän. Dann haben wir 1 Stunde 20 Minuten. Und ich würde sagen, damit ist dann dieses Spiel im wahrsten Sinne, da kommt das Seevolk ursprünglich her. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte. Dann sagen wir erstmal dem Schmied auf Wiedersehen mit der Aufgabenabgabe. Als kleiner Junge träumte ich davon. Mein Glück an. Es heißt, ihr hättet einen Freibeuter versenkt. Wo einer ist, sind meist noch mehr. Wieder heil zurück? Freut mich für euch. Ja. Sehr, sehr gut. Das hier bleibt unter uns. Ja? Natürlich. Und wir haben noch eine Kiste bekommen. Mit irgendwelchen Wickeln drin. Wow. Die hätte es nicht gebraucht. So. Dann gehen wir zu unserer Schmugglerin. Und verabschieden sie. Wo ging es zu dem Ding hin? Ich finde mal den Weg nicht. Ich glaube, genau unter uns ist es. Ja. Jetzt müssen wir erst hoch. Können wir noch über den Friedhof laufen. Ja, ist doch ein schönes Ende. Nochmal alles begutachten. Die Kühe nochmal angucken. Die Rinder. Ganz wunderbar. Die Bar, in der wir eine gute Zeit verbracht haben. Und dann nee. Ja, wie kommt man denn da hin? Wo ist denn das überhaupt? Hier sind die Bilder. Das war doch im Schiff. Hier, da. Le Pont Musette. Wollen wir doch mal mit ihr nochmal reden. Hier drüben. Kommen wir ins Geschäft.
Erfolg des Ruders hängt von dem Waren schnell und laut zu transportieren. Auftrage Überseeschmuggler. Zuckerrohr findet man leicht. Die Kunst liegt darin, es so zu verarbeiten, dass man es auch verkaufen kann. Trefft mich in eurem Kontor und ich mache euch mit allen Tricks vertraut. Okay. Interessant. Da kommen die ganzen Produktionssachen jetzt her. Viel Glück wünsche ich euch. Okay, das gucken wir uns natürlich auch noch an. Hopp, hopp, die Zeit rennt. Der Rum macht sich nicht von allein. Da ist die Brennerei. Die von Ihnen sind in Ordnung und Sie machen den besten Rum im ganzen Indischen Ozean. In dieser Brennerei machen wir aus euren Beutezügen Gewinn. Anders gesagt, ihr bringt uns das geborgte Zuckerrohr und wir verwandeln es. Weißer Schädelrum. Er verkauft sich so schnell, wie er getrunken wird. Von der Roten Insel bis nach Niederländisch-Indien erzielt er Höchstpreise. Solche Qualität erfordert Können. Lasst das Zuckerrohr hier und kehrt erst wieder zurück, wenn wir mit unserem Zauber fertig sind. Okay. Brennerei. Was steht heute an? Können wir einige herstellen. Wir haben nicht ganz schön viel rum. Machen wir 30. Okay, das sind noch Mechaniken. Wenn ihr verkaufen wollt, wollt ihr natürlich die besten Angebote für eure Waren. Da kommt das Handelsregister ins Spiel. Im Handelsregister finden sich alle Informationen über unsere Kunden, die für schnelle Lieferungen Höchstpreise zahlen. Eure Aufgabe ist es, ihnen die Waren zu bringen. Auf dem Rückweg solltet ihr euren Gewinn in Zuckerrohr investieren. So haltet ihr die Brennerei am Laufen und erzielt Gewinne, während ihr euch da draußen einen Namen macht. Vergesst nicht, euch die Versorgungswege anzusehen, bevor ihr geht. Überall warten Schätze nur darauf, von euch gehoben zu werden. Okay, Auftragsregister. Deswegen, das sind die ganzen Leute, die wir gefunden haben, nicht? Weißer Schädel rumliefern. Okay. Und hier gibt es Versorgungswege, die man plündern kann. Oder wo man hin kann. Die Ublilette heute. Na. Okay. Ich nehme ihn immer an, auch wenn er egal ist, nicht? Aber... Oh, und dafür gibt es goldene Dinger. Und Schnellreisen sind aber während der Lieferung nicht gestattet. Alles klar, nee, das machen wir natürlich nicht mehr. Okay. Ja, cool, cool. Hätte ich mal vielleicht noch heute... Aber ich wollte unbedingt die erste Schiffe haben, nicht? Verstanden. Oh, wir nehmen den weißen Rum mit. Dann gehen wir nochmal zu unserem Piraten-Captain, hören uns an, was er so am Ende noch zu sagen hat. Wir leben ja noch. Ja, wir leben noch. Okay, das ist also unser Kontor. Das heißt, man hat doch sowas wie eine Basis. Alles klar. Wann stichst du wieder in See? Ein schnelles Schiff und ein guter Captain sorgen für einen Fett. Mal gucken. Sie glauben, Sie könnten mich kaufen? Narren. Ich bin niemandes. Geht besser nicht hinein. Der große Captain hat sich mit dem guten Wein völlig niedergesoffen. Eben hat er mich fast erschossen. Ein Schuss ins Herz war das. Ich bin der König. Ich bin John Scholler. Ich bin Skrun. Dieser Wein, der eigentlich für die Mannschaft war, müsst ihr wissen, war Teil einer fetten Anzahlung. Ein paar hinterhältige Franzosen wollten mit Gewalt an die Macht. Also heuerten sie Skurlock und seine Überzeugungsmethoden an, um das Fort der Compagnie Royale anzugreifen.
Margareta, bitte. Aber in diesem Zustand könnte er selbst seine geliebte Margareta nicht steuern. Geh nicht, Margareta. Oh, jetzt haben wir den Salat. Wenn wir den Auftrag nicht erfüllen, ist Skurlocks Ruf ein Scherbenhaufen. Gäbe es nur jemanden, der als er durchgehen und sein Schiff führen könnte. Der Schachzug des Teufels. Baupläne hätte es gegeben. Eine Waffe. Na also, wer hätte das gedacht? Ihr seid Skurlock in Größe und Haltung recht ähnlich. Vielleicht nicht so verwegen, aber ihr könntet es wirklich schaffen. Aber zuerst müsst ihr wie ein Piratenfürst aussehen. Hier, nehmt die Kleidung aus Skurlocks Garderobe. Keine Sorge, ist in Ordnung so. Er nimmt unseren Wein, wir seine Kleidung. Geht zum Schiff, sobald ihr umgezogen seid. Ich weihe die Mannschaft in den Plan ein. Ich hab's aufs Meer geschafft, Mama. Was würde man. Na los, eilt euch, ehe er wieder nüchtern ist. Und vermasselt es nicht. Sonst rollen unsere Köpfe. Verdammte Idioten. Ich würde sagen, das war doch ein erfolgreiches Gespräch. Er liegt auf dem Boden. Wir müssen uns umziehen als er. Das gucken wir uns noch an. Wie sehen wir denn aus? Das würde mich interessieren. Ein Abschluss als richtiger Piratenfürst. Es heißt Skurl. Ausrüstung. So, wo ist Skurlocks? Muss ja ein Z sein, oder? Ist nichts Neues dabei? Doch, hier. Skurlocks Jacke. Okay. Mein Haar sah schon besser aus. Das war's? Nicht mal Skurlocks Hut? Nur seine Jacke? Naja, gut. Nächstes Mal werde ich mehr Kleidung für euch parat haben. Dann gehen wir zum Hafen und dann ist es soweit. Ja, was bleibt zu sagen? Man kann Zeit in dem Spiel versenken. Wer es noch nicht gespielt hat, muss wissen, ob das seine 60 Euro wert ist. Ich sage nein. Die Frage ist halt... Ja. Die Frage ist halt, wie viel Inhalt kommt rein? Technisch ein paar kleine Probleme wie UI, Steuerung, Tasteneingabe. Ja, müssen sie vielleicht in den Griff kriegen. Grundsolide wäre es, um ausgebaut zu werden. Aber na gut, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Spiel. Das war Skull and Bones. Ich sage Prost und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.